Josef Smolle von der ÖVP tritt jetzt ans Rednerpult. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieser Wissenschaftsausschuss hat sich ja mit einer ganz breiten Palette von Themen und Anträgen befasst. Und ein ganz wesentliches Thema war eine Ergänzung der Covid-19-Hochschulgesetze, nämlich betreffend den § 109 im Hochschulgesetz. Es geht um die Kettenvertragsregelung. Die Kettenvertragsregelung wurde geschaffen, damit Jungwissenschaftlerinnen und Jungwissenschaftler nicht ad infinitum immer von einer befristeten Stelle zur anderen sich weiter zittern müssen, sondern irgendwann dann einmal in eine unbefristete Anstellung kommen. Das ist eine gute Intention. Und nun hat sich herausgestellt, anlässlich der Covid-Krise, dass nun manche, die zum Beispiel projektbezogen eine solche befristete Stelle haben, ihre Projektaufgaben durch Corona-Lockdown nicht zeitgerecht erledigen konnten. Und für diese gibt es eine Verlängerungsmöglichkeit jenseits der Kettenvertragsregelung einmalig unter dieser besonderen Bedingung. Dieses gilt aus heutiger Sicht einmal bis 30.09.2021. Und es gilt jetzt nicht nur für Leute, die auf Projektstellen sitzen, sondern auch für andere, die zum Beispiel unter einem zeitlichen Qualifizierungsdruck stehen, etwa um eine Qualifizierungsvereinbarung laut Kollektivvertrag abzuschließen. Auch für diese Personengruppe gilt das jetzt, sodass niemand, der in einem Anstellungsverhältnis ist, durch die Bremsung, die Covid hervorgerufen hat, zu einem Nachteil kommt. Gleichzeitig wissen wir, dass dieser § 109 umstritten ist, seitdem es ihn gibt. Denn in der Praxis hat er nicht immer die Intention erfüllt, die man an ihn gestellt hat. Es mag da und dort sogar dazu gekommen sein, dass jemand dann nicht hurra ins unbefristete Dienstverhältnis wechseln durfte, sondern gegebenenfalls vielleicht sogar eine Beschäftigung abgebrochen wurde, damit nicht ein Automatismus eintritt. Deshalb begrüße ich es außerordentlich, dass das Wissenschaftsministerium sich mit dem Dachverband der Universitäten und der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zusammensetzt und hier wirklich eine gründliche Überarbeitung und Sanierung dieses Paragraphen anstrebt. Ein sehr gutes Unterfangen. Ein weiterer Punkt, und da sage ich Danke an die Kollegin Künzberg-Sarre von den NEOS, der eingebracht worden ist, Ghostwriting. Es ist unglaublich, diese bezahlten Plagiate, da gibt es Firmen, die bieten das auf einer Homepage an, wie viel eine Dissertation, eine Bachelorarbeit, eine Diplomarbeit kostet, ungeniert, fordern zum Betrug auf. Und letztlich soll dieser Antrag bewirken, dass eine Gesetzeslage geschaffen wird, die zusätzlich zu den bisherigen Möglichkeiten wirklich einen strafrechtlichen Tatbestand schafft, sowohl für die, die es anbieten, die es schreiben, als auch die, die es nutzen und damit einen Betrug in Richtung Akademie machen. Glaube ich, ein begrüßenswertes Unterfangen, dass man dem einen Riegel vorschiebt. Und da ist aus dem Ausschuss auch das Signal, dass das, glaube ich, von allen mitgetragen wird. Weiterer Punkt war Kooperationsabkommen wissenschaftlich-technischer Natur mit Brasilien. Auch da breite Zustimmung. Ich sage dazu nur, Kooperation ist immer gut, ist immer wichtig, aber in schwierigen Situationen, wie es derzeit der Fall ist, ganz besonders wichtig. Und dann gibt es noch einen Antrag, der ist vorher schon angesprochen worden. Da geht es um eine allfällige Zusammenlegung der beiden Kunstuniversitäten in Wien, also der Universität für angewandte Kunst und der Akademie. Und da möchte ich sagen, das Universitätsgesetz 2002 hat allen Universitäten eine gravierende Restrukturierung und damit verbunden einen gewaltigen Entwicklungsschub gebracht. Wir haben hier in Österreich zwei bildende Kunstuniversitäten von hohem Rang, internationaler Reputation. Lassen wir sie weiterarbeiten. Danke. Josef Smolle von der ÖVP fordert einen Strafrechtstatbestand für das Anbieten und Erwerben von Dissertations- und Diplomarbeitsplagiaten.